Was macht eine erfolgreiche Kommunikation nach einer Trennung aus? Was ist wichtig, um die Chancen beim Ex zu erhalten bzw. sogar zu erhöhen? Genau das schauen wir uns in diesem Video an. Kommunikation ist ja immer ein Ausdruck der Verbindung, die wir zu einem bestimmten Menschen haben. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir sehnen uns nach Verbindung. Und Kommunikation ist so eine Art der Verbindung. Und damit sind wir schon mitten im Spannungsfeld drinnen. Eine Art der Verbindung, die ist nämlich jetzt zunächst mal aus, nämlich eure Beziehung. Aber eine gewisse Art von Verbindung, die bleibt. Eure gemeinsamen Erinnerungen und Erlebnisse, all das verbindet euch ja nach wie vor. Vielleicht gibt es auch noch Kinder, vielleicht gibt es ein gemeinsames Haus oder ein gemeinsames Unternehmen. Das heißt, wie ihr gerade zueinander steht, ist anders, als es noch zu Beziehungszeiten war. Wenn es also aber um Kommunikation nach der Trennung geht, so ist es wichtig, dass du quasi auf Basis der jetzigen Situation zwischen euch die Kommunikation so wählst, dass du jene Resultate bekommen kannst, die dich dann tatsächlich auch deinen Zielen näher bringen. Wenn ich zu dir sage, wow, danke, dass du dir dieses Video anschaust, das freut mich wirklich, wirklich sehr. Und ich weiß, dass es bei dir gerade drunter und drüber geht und trotzdem nimmst du dir Zeit und trotzdem schaust du dir dieses Video an, da sage ich von ganzem Herzen danke. Wenn ich sowas sage, dann spreche ich direkt zu dir als Mensch. Da spreche ich über mein Gefühl und teile das mit, was aus meinem Inneren entspringt, auf einer ganz persönlichen Ebene. Und das hat es natürlich so auch gegeben zwischen dir und deinem Ex, als ihr beide noch zusammen wart. Das sind dann diese ganzen Ich liebe dich, die gute Nacht-Nachrichten oder die Du fehlst mir Nachrichten, wenn der Partner mal nicht da ist. Das ist quasi die Beziehungsebene zwischen euch. Da teilt man die ureigensten Emotionen dem Partner mit. Und jetzt wirst du vielleicht fragen, naja, aber was hat das mit der Kommunikation nach einer Trennung zu tun? Naja, sehr viel sogar. Denn was macht denn eine Trennung? Sie trennt mal das Beziehungsband, welches euch beide als Paar verbunden hat. Das ist sozusagen der Kleber, der euch als Paar zusammengehalten hat. Die Trennung, die kappt mal diese Beziehungsebene. Oder besser gesagt, der Ex kappt diese Verbindung auf der Beziehungsebene. Und da liegt dann auch schon der erste Schlüssel in einer guten Kommunikation nach der Trennung. Nämlich genau das anzuerkennen, dass dieses Band der Beziehungsebene momentan mal gekappt ist. Das heißt nicht, dass man es nicht wieder aufbauen kann. Das heißt nicht, dass du den Ex nicht zurückgewinnen kannst. Genau das ist ja eine unserer Kernexpertisen hier bei Szenario 2. Wenn du also deinen Ex zurückbekommen möchtest, dann hol dir gern meinen kostenlosen Ex-Zurück-Crashkurs. Da erkläre ich dir alles ganz genau, wie das funktioniert. Ich verlinke dir das mal hier oben und natürlich auch in die Videobeschreibung. Dann kannst du dir da gleich dann den Zugang holen, wenn du dieses Video fertig angeschaut hast. Denn wir werden uns hier noch ein paar ganz wesentliche Dinge anschauen, die dann auch für die Inhalte vom Crashkurs super relevant sind. Also, der erste Schlüssel zu einer erfolgreichen Kommunikation nach einer Trennung ist es, anzuerkennen, dass die Beziehungsebene, dass dieses Band zwischen euch mal durchtrennt ist. Das heißt eben, nicht irgend sowas zu schreiben, was erst recht auf der Beziehungsebene ist. Vermeid also nach der Trennung so Nachrichten oder Sätze wie Ich liebe dich immer noch, komm zurück zu mir, ich vermisse dich so sehr, lass es uns nochmal versuchen. Das heißt, erfolgreiche Kommunikation nach einer Trennung beginnt immer damit, gewisse Dinge nicht mehr zu sagen. So quasi frei nach Paul Watzlawick, der ja sinngemäß gesagt hat, auch nicht zu kommunizieren ist eine Art der Kommunikation. Vielleicht krampft sich jetzt in dir auch gerade ein bisschen was zusammen und du denkst dir, naja, ich will ja den Ex zurück und dann soll ich das alles nicht sagen. Mach mal ein kleines Experiment. Schließ mal kurz die Augen, wenn das gerade für dich möglich ist. Und dann stell dir mal vor, dass es da vor dir noch so eine Art energetischen Überrest oder energetisches Band der Verbindung zum Ex gibt. Vielleicht ist dieses Band am Ende ein wenig ausgefranst, vielleicht ist es auch ganz clean durchgeschnitten. Krieg mal eine Idee davon, wie dieses energetische Band ausschauen würde. Und dann lade ich dich ein, diesen Überrest dieses energetischen Bandes, welches dich und deinen Ex verbunden hat, einfach mal vor dir zu nehmen, mit beiden Händen. Greif es also wirklich mal so und dann nimm es und stell es mal neben dich hin. Und erkenne an, dass dieser Rest des Bandes, dass der noch da ist und dass du dir diese Verbindung vielleicht noch wünschst,
aber dass es derzeit in der Form, wie du es dir wünschst, nicht möglich ist. Wenn du diese Verbindung oder diese Überreste der Verbindung hier mal neben dich hinstellst, dann wird die Situation vor dir auch wieder klarer. Und dann kannst du frischer beginnen, eine Verbindung zum Ex aufzubauen. Und dann öffne jetzt deine Augen auch gern wieder, wenn du bei diesem Experiment schon mitgemacht hast. Und genau das ist der zweite Schlüssel einer erfolgreichen Kommunikation nach einer Trennung. Nämlich nicht irgendwie versuchen, an diesen Enden des durchgeschnittenen Bandes irgendwas dran zu knüpfen, sondern wirklich von einer neutralen Basis zwischen euch neu zu starten. Und vielleicht kennst du das ja auch schon aus unseren Kursen, wenn wir sagen, dass eine Annäherung nur von einer neutralen Ebene aus passieren soll. Und genau das ist es nämlich. Also, der erste Schlüssel einer erfolgreichen Kommunikation nach der Trennung ist es, die Beziehungsebene in der Kommunikation nach der Trennung mal zu vermeiden. Der zweite Schlüssel war es, nicht an diesen Rest da irgendwie was anzuknüpfen, sondern diesen Verbindungsrest quasi mal zu nehmen und auf die Seite zu stellen, damit du dich dann aus einer neutralen Ebene heraus wieder annähern kannst. Wie das genau funktioniert, das ist der vierte Schlüssel, dazu kommen wir dann gleich. Jetzt aber gibt es neben dieser persönlichen oder dieser Beziehungsebene noch einen, ich sag mal, zweiten Kanal der Kommunikation. Und der repräsentiert die Verbindung in der Alltagswelt oder in der Real World, wenn du das so magst. Das wäre zum Beispiel, wenn ich zu dir sowas sage, du, am nächsten Montag bekommst du die Erinnerung, dass ein neuer Blogartikel bei uns erschienen ist. Oder zum Beispiel, wenn du auch bei einem Kurs von uns dabei bist, so eine Info darüber, dass neue Ressourcen verfügbar sind. Da geht es also um ganz banale organisatorische Dinge, die beide gleichermaßen betreffen. Und jetzt merkst du vielleicht auch schon ganz deutlich den Unterschied. Auf der einen Seite ist es, wenn ich mein Inneres preisgebe, wenn ich zu dir sage, danke, dass du dir die Zeit nimmst und dieses Video jetzt anschaust und mir zuhörst. Und auf der anderen Seite haben wir das, wenn ich zu dir sage, hey, nächste Woche kommt ein neues Video mit mir zum Thema XY. Und diesen Unterschied in der Qualität der Aussagen, den gibt es natürlich auch zwischen dir und deinem Ex. Weil da haben wir auf der einen Seite sowas gehabt wie, ich vermisse dich, bitte verlass mich nicht. Und auf der anderen Seite haben wir so Sachen wie, naja, wer hat die Kinder wann, wie tut man mit gemeinsamen Sachen, wie organisiert man das mit der gemeinsamen Wohnung. Also der dritte Schlüssel zu einer erfolgreichen Kommunikation nach der Trennung, die dich natürlich dann auch langfristig mit dem Ex wieder zusammenbringen kann, das liegt daran, diese Beziehungs- und die organisatorische Ebene gut auseinanderzuhalten. Sobald du nämlich beginnst, nach der Trennung nach wie vor die Beziehungsebene dazu zu mischen, dann wird das ziemlich sicher schief gehen. Und noch eine ganz wichtige Sache, ich habe es eh schon in vielen Videos angesprochen. Die Kontaktsperre, die wir ja nach einer Trennung empfehlen, wenn du einen Ex zurück möchtest. Natürlich auch, wenn du einen Ex nicht zurück möchtest, da geht es dann halt nach der Kontaktsperre anders weiter. Aber die Kontaktsperre, die bringt genau mal diesen Abstand auf der Beziehungsebene zum Ausdruck. Und ich will da jetzt gar nicht lang drauf eingehen, warum das notwendig ist. Dafür gibt es so viele andere Videos hier im Kanal, zum Beispiel über die Kontaktsperrephasen da oben oder auch über die Psychologie der Kontaktsperre. Und ganz wichtig, Kontaktsperre heißt nur kein Kontakt auf der Beziehungsebene. Auf der anderen Seite haben wir aber noch die organisatorische Ebene. Falls also was zu klären ist zwischen euch auf der organisatorischen Ebene, dann darf das natürlich auch geklärt werden. Und dem solltest du dich auch nicht komplett verschließen und Nächster irgendwie ignorieren, weil der wird es maximal als sehr kindisch und wenig erwachsen wahrnehmen. Wenn du jetzt deinen Ex zurück möchtest, dann gilt da natürlich die Devise, von nichts kommt nichts. Oder um eine Metapher zu gebrauchen, mit der Trennung hat der Ex dir die Beziehungstür mal so vor der Nase zugeschlagen. Vielleicht auch, weil sich der Ex in der Beziehung nicht mehr gehört fühlte, weil Bedürfnisse nicht erfüllt wurden und der Ex deswegen die Trennung als einzigen Ausweg gesehen hat. Und dann macht's, wie es ja du schon erfahren hast, keinen Sinn, gleich wieder die Türe da zu öffnen und zu deinem Ex hineinzustürmen und sowas zu sagen wie, nimm mich, hier bin ich. Deswegen, geh in die Kontaktsperre, sodass der Ex auch mal ein bisschen runterkommen kann, dass er sich beruhigen kann. Vielleicht auch, dass sich so ein bisschen Wut bei der Trennung dabei war, dass sich die legen kann. Und dann, wenn du dieses ganze Grollen der Trennung, wenn das mal abgeklungen ist, dann schlägt deine Stunde. Und damit sind wir jetzt endlich beim vierten Schlüssel für erfolgreiche Kommunikation nach der Trennung, nämlich
die Annäherung von der neutralen Basis aus. Und da kommt die Testfrage ins Spiel. Alle, die schon länger hier am Kanal dabei sind, die kennen das vielleicht auch schon. Ich verlinke dir das entsprechende Video von Lena mal da oben. Mit der Testfrage reißt du quasi nicht die Tür zum Ex einfach auf und rufst hinein, sondern du klopfst mal ganz vorsichtig an die Tür und schaust, wie dein Ex mal reagiert. Vielleicht schaut er mal nur ganz vorsichtig durch den Türspion durch oder vielleicht macht er auch die Tür schon einen Spalt auf. Und dann geht es darum, die Beziehungsebene zwischen euch wieder Stück für Stück und Schritt für Schritt aufzubauen. Aber wie gesagt, das funktioniert nicht so, dass du die Tür aufreißt und laut hineinschreist, nimm mich, hier bin ich. Denn wenn der Ex das von dir hört, würde die Tür wahrscheinlich gleich wieder zumachen. Sondern alles beginnt mal mit einem vorsichtigen Anklopfen in Form von der Testfrage. Und dieses Aufbauen der Beziehungsebene, dafür möchte ich dir noch hier ein Kommunikationsmodell vorstellen, welches dich ab diesem Zeitpunkt den gesamten restlichen Ex-Zurück-Prozess begleiten wird. In unserem Premium-Programm Ex jetzt zurückgewinnen 3.0 beschreibe ich das ganz genau. Und zwar geht es um die sogenannte emotionale Eskalation. Man beginnt also mal ganz unscheinbar und dann steigern wir den Kontakt immer mehr von einer anfangs sehr sachlich neutralen Ebene hin zu einer romantischen Ebene. Und wenn du bei Ex jetzt zurückgewinnen 3.0 dabei bist, dann ist das genau jener Endpunkt, der dann nämlich bei den romantischen Treffen erreicht ist, wo es dann quasi alles so in Richtung Beziehung fließt. Nach der Kontaktsperre geht es aber mal nur ums Anklopfen, so das Anklopfen an der Tür vom Ex, also metaphorisch gesprochen. Wenn du dann sowas fragst wie, du, wie geht nochmal dieses eine Rezept oder hast du noch meinen roten Schal oder was auch immer, dann ist das mal total neutral sachlich. Das ist weit weg von einem, nimm mich, hier bin ich. Wenn nämlich der Ex dann die metaphorische Tür öffnet, dann merkt er, dass du nicht gleich hineinstürmst, sondern dass du auch mal so ein bisschen noch auf Abstand bleibst und denkt er auch an das Abstandsbedürfnis vom Ex, das ja auch der nach der Kontaktsperre noch haben wird. Das heißt, der Ex merkt, okay, da ist noch alles also noch Abstand, ist noch alles safe, da brauche ich mich jetzt mal nicht zu sorgen, dass du gleich wieder zu viel möchtest. Ja, und dann am Anfang bleibt man mal in dieser Konstellation, wo nur so ein bisschen Abstand zwischen euch ist. Aber natürlich, von nichts kommt nichts, denn du willst ja vermutlich nicht die ganze weitere Zeit weiter nur durch diesen Türspalt mit dem Ex zu tun haben, sondern du möchtest es ja schaffen, dass der Ex die Tür wieder ganz öffnet und dass du zu ihm hineintreten kannst, dass ihr beide wieder gemeinsam sein könnt. Und dafür gehen wir auf der Beziehungsebene den ganzen Weg von anfänglich sehr sachlichen Gesprächen und Themen immer weiter zum romantischen Pol. Also nochmal, du beginnst bei der Testfrage auf einer ganz sachlichen Ebene. So bei, hey, kannst du mir bei XY helfen oder wie geht dieses oder jenes Rezept? Und dann gehst du Schritt für Schritt auf der Leiter weiter hinauf bis zu Nachrichten wie, boah, das heutige Treffen, das hat mir sehr gefallen. Oder ich freue mich, bald wieder von dir zu hören und so weiter. Welche Nachrichten dich genau an diesen Punkt bringen können, das erfährst du im Video hier neben mir. Da bekommst du auch ganz konkrete Beispiele und Vorlagen, was du da schreiben kannst. Und wenn es noch nicht so weit ist bei dir, dann mach im Video unter mir weiter. Da geht es nämlich um die Testfrage. Dann tschüss, baba und bis gleich.